Hallo liebe Zuhörer, wir sind Simon Karamanlis und Dominik Seidel und wir präsentieren unseren Analyseteil zum Neubaugebiet in der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten. Wir starten auch zunächst mit einem Flächennutzungsdiagramm. Wie wir hier sehen können, kommt der Verkehrsfläche mit 407 Hektar zu. Dementsprechend haben wir uns zur Aufgabe genommen, das Verkehrskonzept bzw. den Verkehr im Allgemeinen der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten und im Neubaugebiet gesondert unter die Lupe zu nehmen. Wir fangen auch direkt an mit Bestandsstraßen. Wir haben hier beispielsweise die Karlsruher Straße. Wir sehen hier, dass eigentlich relativ wenig Verkehrsteilnehmer gesondert Flächen zugewiesen bekommen haben. Wir haben lediglich für die Fußgänger einen kleinen Teilbereich und alles andere ist eigentlich für den MIV vorgesehen. Auch hier, das ist jetzt eine Bestandsstraße, die Pestalozzi-Straße in einer Wohngegend. Hier sehen wir auch, dass der Fußgänger eigentlich relativ kurz kommt. Wir haben auch hier relativ kleine Flächen vorgesehen und auch hier wieder das Auto bzw. den PKW im Vordergrund. Im Neubaugebiet selbst haben wir uns zwei Straßen rausgepickt und haben die nochmal gesondert analysiert. Wir sehen hier, dass beispielsweise auf der Hauptstraße zwischen den Gewerbegebieten gelegentlich mit Grün gearbeitet wird. Wir haben auch hier wieder den Fall, dass der Fußgänger relativ kurz kommt und ja, viele Flächen eigentlich für die PKWs vorgesehen sind. Das wäre jetzt nochmal die Brettner Straße, auch ja, eine Straße im Neubaugebiet. Hier sehen wir eben auch nochmal mit 70 Zentimetern, was wir nachgemessen hatten für den Fußgänger, dass auch hier wieder das PKW im Vordergrund steht und eigentlich der Fußgänger wieder zu kurz kommt. Hier thematisieren wir jetzt den dreispurigen Ausbau der W36, der vorgesehen ist. Wir sehen, dass morgens beispielsweise eine relativ hohe Verkehrsbelastung vorherrscht. Wir haben abends Stau Richtung Linkenheim von Karlsruhe kommend und sehen halt hier eben deutlichen Handlungsbedarf. Als Fazit kann man sagen, dass das Neubaugebiet in Linkenheim-Hochstetten ja, sehr, sehr autofreundlich ist. Die Flächen, die für den Verkehr vorgesehen sind, sind ausschließlich für den MIV vorgesehen. Auch hier gibt es den Fall, dass eben mit den Spielstraßen ja, Shared Spaces umgesetzt werden sollten. Wie wir aber finden, kommt das dem noch relativ wenig nahe, da die Straßen eben nicht genutzt werden. Wir haben viel Fläche, die dem ruhenden Verkehr zugewiesen wurde. Unserer Meinung nach wäre es vielleicht eine Möglichkeit, eine Sammelparkgarage an den Quartierseingang zu setzen, die den ruhenden Verkehr aufnimmt und das Stadtquartier dann eben weitestgehend autofrei sein lässt. Kommen wir nun zur Verkehrsanalyse in Kopenhagen. Da haben wir uns einige Referenzprojekte rausgepickt. Wir fangen an mit Ørestad. Ørestad ist ein südlich von Kopenhagen liegende Metropolregion, die jedoch von Grünräumen geprägt ist. Wir beginnen mit der Hannemannsallee und da sieht man auch, dass es, obwohl es eine Metropolregion ist, eigentlich von den Typologien und von den Gebäudestrukturen Linkenheim sehr ähnlich kommt. Jedoch ist die Freiflächennutzung anders. Man sieht ganz klar, dass die Straßenbreiten eher den Radfahrern zugeschrieben werden als den Autos. Klar ist eine Befahrung durch Autos möglich, aber nicht das Ziel. Und die Vorgartenzonen werden mehr als Shared Space genutzt, was in Linkenheim-Hochstetten nicht der Fall ist. Kommen wir nun nach Nordhafen. Das ist ein altes Industriehafengebiet nördlich von Kopenhagen. Dort gibt es ein außergewöhnliches Verkehrskonzept. Dort wird mit einem Loop gearbeitet, der den MIV aus dem Inneren des Gebietes raushält. Somit kann dieser nur außen entlang fahren. Es ist die Möglichkeit gegeben, von überall innerhalb von 5 Minuten zu einer Bahnhaltestelle zu kommen. Und es gibt viel mehr Radwege, auch Radschnellstraßen. Und die Prioritäten sind anders genutzt als in Linkenheim-Hochstetten. Kommen wir zur Aberdeen Gate. Man sieht ganz klar, dass der MIV einen Platz hat. Jedoch ist das ein Ausnahmefall. Eigentlich sind diese Stellplätze eher Radstellplätze. Der Fußgänger hat einen separierten Bereich, was in Linkenheim wünschenswert wäre. Und die Straße ist eher für Radfahrer ausgelegt als für Autos. Hier sieht man nochmal, dass der Fußgänger einen höheren Bereich hat als der Pkw-Fahrer, was diesem zugutekommt. In der Kielgarde sieht man ganz klar den Fokus auf den Shared Spaces der Vorgärten. Man hat die eigentlich privaten Eingangsbereiche als öffentliche Durchgangszonen gestaltet und auch mit Grün im Straßenraum gearbeitet. Hier sieht man ganz klar, dass die Straßen eher dem Radfahrer ausgelegt sind.
Wenn man das alles mal nebeneinander stellt, sieht man, dass Linkenheim auf der linken Seite und Kopenhagen auf der rechten durchaus vergleichbar sind. Obwohl es sich bei Kopenhagen um eine Metropolregion handelt, sind die Gebäudestrukturen relativ ähnlich. Man sieht definitiv, dass Dänemark mit Shared Spaces gearbeitet hat, was den Fokus auf die Fußgänger und die Radfahrer legt. Der MIV kommt definitiv kürzer, so sollte es in Linkenheim-Hochstetten unserer Meinung nach auch sein. Ganz klar sieht man, dass diese Regionen vergleichbar sind, jedoch der Verkehr in Dänemark cleverer gelöst ist durch das Auslagern des MIVs aus den Gebieten. Die Radfahrer haben die Nase vorn, sowie auch die Fußgänger. Man wünscht sich in Linkenheim-Hochstetten ein privates Haus mit einem Garten. Jedoch gibt es die Möglichkeit, diesen Grünraum auch anders in ein Gebiet zu bringen, sei es durch öffentliche Freiflächen oder durch Parks. Das könnte in Linkenheim-Hochstetten auch denkbar sein, um eine höhere Bevölkerungsdichte auf gleichem Raum zu schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir waren Dominik Seidel und Simon Karamandes. Das sind wir immer noch.